Früh um 7 Uhr ging es los. Hunderte Soldaten und Angehörige der Streitkräfte starteten am 5. August in Warschau zur 26. Internationalen Soldatenwallfahrt zum Hellen Berg in Częstochowa in Polen. Mit dabei waren 17 Bundeswehrsoldaten sowie Soldaten aus den Vereinigten Staaten, aus Litauen, Lettland, der Slowakei und Kroatien. 10 Tage lang legten sie zu Fuß etwa 300 Kilometer zurück, bevor sie beim Gnadenbild der Schwarzen Madonna in Częstochowa ankamen. Der polnische katholische Militärbischof Dr. Józef Guzdek erklärt, warum er jedes Jahr auch deutsche und andere ausländische Soldaten zur Wallfahrt einlädt. Das ist mir ungeheuer wichtig, dass wir Zeit miteinander verbringen und uns kennenlernen können. Denn Unkenntnis führt häufig zu Dämonisierung durch Verdächtigungen und Unterstellungen. Unkenntnis führt sogar zu Feindschaft. Lernen wir einander kennen. Lernen wir einander kennen? Lasst uns miteinander lernen, dann werden wir entdecken, dass wir gemeinsam am Frieden bauen und in Nachbarschaft und Frieden miteinander leben können.